Hallo Freunde der Wissenschaft. Heute möchte ich mal kurz zeigen, wie man diesen Issue Council benutzt, den mysteriösen. Den Issue Council erreicht man hier über die Homepage oder über den Link, den wir ja auch bei uns im Spektrum posten. Da muss man sich noch einmal einloggen. Ab und zu ist man auch schon eingeloggt, dann geht es ohne nochmal ein Passwort einzugeben. Und dann kann man hier den Issue Council auswählen oder Fehler des Issue Council selbst melden. Wir nutzen natürlich den Issue Council fürs Spiel. Wenn ihr einen Link angeklickt habt, seid ihr schon direkt in einem Fehler, Bericht. In diesem Fall suchen wir einfach mal selber einen Fehler aus der reichhaltigen Auswahl an Fehlern. Und habe ich mir kurz mal einen überlegt, welches Problem tritt immer wieder auf? Ach, die ollen Lüfte, die irgendwie nicht so richtig funktionieren. Also gebe ich jetzt einfach mal Lift ein. Und dann schauen wir mal, ob wir da einen passenden Fehler finden. Den wir auch gleich bestätigen können zum Testen. Also nehme ich jetzt hier diesen Bericht. Der hat auch schon 20 Einträge geschafft, fast. Und hier, das ist das Typische, ach, dass man da durch den Lift durchgucken kann, dass ja kein Lift drin ist. Das kennt ihr sicherlich alle irgendwie. Hier kann man die Version auswählen, wenn man dann mehrere hat, aber wir fangen jetzt erstmal an mit Contributen, mit dem Bestätigen oder auch dem Nicht-Bestätigen. Das geht beides über diesen Befehl. Dann wählt man erstmal aus, ob das ein Fehler ist, den man bestätigen kann oder eben nicht. So, dort oben kann man Anhänger auswählen, zum Beispiel Screenshots oder ein kleines Video zum gemeldeten Bug. Und dort die Konfiguration des Rechners. Damit fangen wir jetzt mal an. Ich habe hier schon eine Konfiguration drin, aber mal angenommen, ihr macht das zum ersten Mal, habt ihr keine. Dann kann man das über einen DX-Diag-File machen oder manuell eintippen. Ich nutze die Variante über das DX-Diag. Dazu klickt man einfach unten auf die Windows-Taste, drückt DX-Diag ein, wählt das aus und nach einigen Sekunden öffnet sich dann irgendwann mal das Diagnosefenster. Dort macht er automatisch eine Diagnose, zieht alle Systeminformationen, die notwendig sind, runter von der Hardware-Konfiguration. Dann speichert man das einfach einmal ab. Das ist eine kleine Textdatei. Macht es dahin, wo man sie wiederfindet. Und dann war es das so. Dann kann man das Programm hier wieder beenden. Und dann kann man hier einfach das File hochladen und spart sich das ganze Rumgetippe. Jetzt kannst du mal sehen, so sieht das dann aus. Hier kann man auch zusätzliche Informationen eingeben, muss man aber nicht. Ich habe hier nichts eingetragen, außer einen Konfigurationsnamen. Das ist ganz wichtig, wenn man mehrere Rechner hat, auf denen man spielt. So kann man die Konfiguration leicht hin und her switchen, je nachdem, auf welchen Rechner der Fehler aufgetreten ist. So kann man das hier, was ich, Rechner 1, Rechner 2, wie man möchte, nennen. Und dann einfach speichern und zukünftig wird er dieses Profil automatisch immer auswählen, sobald man bestätigt. Dann steht es da immer drin. Als nächstes muss man das hier noch einmal einstellen. Das ist relativ einfach. Da stellt man nur ein, was für Monitor, Festplatte und welche Auflösung man fährt. Speichern, fertig. Macht er sich auch beim nächsten Mal, wird er nicht mehr fragen. Beim ersten Mal muss man es halt nochmal eingeben. Die Version, wie gesagt, die hängt davon ab, wenn es gerade nur eine gibt, muss man da nichts machen. Ansonsten muss man jetzt hier noch einen, kann man da noch einen Text eingeben, einen optionalen, und wie einen der Fehler stört, ist es eben spielbar, kosmetisch, hart spielbar oder ob es wirklich ein kritischer Fehler ist. Das kann man so machen, wie man das selbst meint. Das ist nicht weiter dramatisch. Und dann steht man mit dabei bei den Kontributoren, ganz einfach. Also die ganzen Einstellungsschritte, die wir jetzt gemacht haben, die muss man nur einmal machen. Wenn es mehrere Versionen gibt, also wenn gerade ein PTU läuft, dann fragt er einen halt noch, welche Version man gerade gespielt hat, welche Version dieser Fehler, wo er aufgetreten ist halt. Dann wählt man halt die Version aus, die man auch benutzt hat. Welches Live-Bild oder PTU-Bild man gerade verwendet hat.
So, dann habe ich nochmal nach einem anderen Fehler gesucht, den wir vielleicht nicht bestätigen können. Um das mal kurz zu zeigen. Und da habe ich auch einen gefunden, der dann gleich doppelt vorhanden ist, also den ich schon kannte. Und einfach ein doppelter Eintrag. So. Wenn man also einen Fehler sagen möchte, dass der doppelt ist oder dass der bei einem nicht aufgetreten ist, auch das ist möglich. Von trotzdem auf Contribute klicken und sagt dann einfach, dass der nicht reproduzierbar ist. Und dann kann man hier den Grund auswählen, zum Beispiel Duplikat. Dann wählt man halt das Duplikat aus, was man meint, was es ein Duplikat ist. Man kann hier diese Liste benutzen zum Suchen. Oder man tippt einfach, wenn man das vorher schon gemacht hat, oben im Suchfeld, wie ich es jetzt gleich mache, den Fehler einfach ein. Dann spart man sich das Gesuche. Dann nimmt man den einfach ganz oben. Klickt den an und dann ist das auch schon erledigt. Auf diese Art kann man dann auch doppelt gemarkerte Fehler oder doppelt aufgeführte zusammenfügen. Es kann auch ganz hilfreich sein, um halt die Stimmen wieder auf einen zu bündeln, so dass es wieder insgesamt auf Gewichtung kommt. Weil zu viele Meldungen reduzieren natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie auffällt. Also es sollte lieber an einem ordentlich gebündelt werden. Ja. Und so kann man das dann machen. Aber wie ich gerade gesehen habe, ganz unten gab es schon noch eine Duplikatmeldung, also sogar noch eine ältere. Aber gut. Den hatte ich auch schon bestätigt. Ja. Gut, ich hoffe, es hilft euch, die Scheu vor dem Issue Council zu verlieren. Macht einfach mit. Einmal die Konfiguration eingestellt, geht das alles ruckzuck. Genau, dann müsst ihr euch nur noch durch die Version klicken, wenn es dann mehrere Versionen gerade gibt. Und ansonsten merkt es sich alle anderen Konfigurationen. Das ist dann wirklich nur noch einloggen, anklicken, bestätigen und fertig. So könnt ihr helfen, das Spiel besser zu machen und Stimmen zu sammeln für Fehler, die nerven oder sonst wie schlimm sind. Und dann macht euch noch eine schöne Woche, euer Siruk.